Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Drei Regelungen in einen Topf geworfen und kräftig umgerührt, das macht noch lange kein leckeres Gericht. Wir Piraten begrüßen, dass Sie sich so schnell an die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts machen zum sogenannten Kopftuchverbot. Da wird die Gleichheit wiederhergestellt zwischen den Religionen und das sollte in unserem Land einfach eine Selbstverständlichkeit sein. Wir können Nordrhein-Westfalen nicht alleine aus einer christlich-jüdischen Tradition sehen, sondern wir müssen uns mit einer in vielerlei Hinsicht heterogenen und vor allen Dingen auch muslimischen Gegenwart auseinandersetzen. Wir Piraten begrüßen auch, dass Sie, also die Schulkompromissfraktionen hier im Landtag, an das Problem der fehlenden Bildungsabschlüsse im Bereich Wegfall von Hauptschulen sich gemacht haben und dass Sie die Schullaufbahn von Hauptschülern sichern wollen. Die Regelung zum Bildungsgang der Hauptschulen an Realschulen schließt eine Lücke. Allerdings, von Teilnehmern der Bildungskonferenz wird uns zugetragen, dass die Regelungen, die hier getroffen werden, hinter den Empfehlungen eben dieser Bildungskonferenz zurückbleiben. Und Frau Beer, Sie haben gerade das Zitat gebracht, dass Schule Verantwortung übernehmen soll für die Schüler an der Schule. Und da wird durchaus Kritik geäußert, dass der hier vorgelegte Gesetzentwurf diese Kriterien nicht erfüllt. Und so sehr wir die Richtung des Antrags als korrekt und als richtig ansehen, vorbehaltlos können wir dem nicht zustimmen. Wenn es berechtigte Zweifel an Regelungen gibt, dann werden wir da sicherlich in der Anhörung was zu hören. Wir Piraten würden auch begrüßen, wenn Sie die Vorgaben zur Sicherstellung, zur Bestellung von Schulleiterinnen und Schulleitern genauso schnell angegangen wären wie die Regelungen beim Kopftuchverbot. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist aus dem Jahr 2008. Warum wird diese Änderung jetzt in einen Topf so im Vorbeilaufen geworfen und soll jetzt hier mitberaten werden? Alleine das muss aufmerksam machen. Zum anderen werden auch die Mitwirkungsrechte der beteiligten Lehrer, Schüler, Eltern nicht einfach verfassungskonform eingeschränkt, wie das Urteil vermuten ließe, sondern sie werden glatt wegrasiert. Wir fragen uns, ist es wirklich notwendig, so weit in Mitwirkung reinzugrätschen und die Regelungen, die so weitreichend sind und die so die Demokratie einschränken, zu erlassen? Frau Hendricks, ist das wirklich alternativlos? Ihre Versorgungsfallregelung, die birgt doch eine reale Gefahr. Wir haben doch mehrere Schulen gerade in Nordrhein-Westfalen, die wortwörtlich den Bach runtergehen, weil Schulleiter kurz vor der Pensionierung noch an die Schule versetzt werden und in bisher funktionierende Systeme eindringen, die keine Lust mehr haben, die ihre Zeit nur noch absitzen und die sich nicht mehr engagieren wollen. Hier müssen Sie nachbessern, so geht es nicht. Regelungen mit Findungskommissionen, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, in Hamburg, in Bremen, die zeigen auf, wie man Mitwirkung verfassungskonform umsetzen könnte. Drei Regelungen in einen Topf geworfen und gerührt, das gibt kein gutes Gericht. So wie wir der schnellen Reaktion auf die Kritik des Bundesverfassungsgerichts zustimmen können, so haben wir an den anderen beiden wesentlichen Änderungen selber Kritik. Denn unter dem Radar Änderungen mitbeschließen, das geht mit uns nicht. Wir freuen uns auf die Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marschen.